sitzen wir hier in Frankreich. Bonjour. Das war der Moment, als ich zum ersten Mal hinter dem Steuer eines VW-Busses saß. Wann hattest du deinen ersten VW-Bus? Welches Modell war das? Und gibt es da auch eine Geschichte dazu? Ja, doch gibt es. Bin müde und leer, will nach Westen ans Meer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Folge Michael Lex auf Tour. Diese Folge ist so besonders, weil wir zurück zu den Anfängen gehen, warum ich überhaupt einen VW-Bus habe, und wir sprechen natürlich mit dem Mann, der in gewisser Weise Schuld daran hat. Aber nicht nur daran, er war unter anderem mein Musiklehrer an der Realschule in Neutraubling und ist dafür verantwortlich, dass viele seiner ehemaligen Schüler den Weg in die Veranstaltungs- und Unterhaltungsbranche gefunden haben. Ein Beispiel dafür hat man auch hier in der allerersten Folge zu Gast, und jetzt sprechen wir mit ihm über die Hintergründe und auf jeden Fall über VW-Busse. Herzlich willkommen, Willi Falk. Hallo miteinander. Sitzen wir hier in Frankreich. Bonjour. Genau, wo wir sind, warum wir hier sind, darüber reden wir gleich noch. Und vor der ersten Frage an dich, Willi, möchte ich den Zuschauern noch ganz kurz eine Geschichte erzählen, wie das Ganze bei mir angefangen hat. Das war nämlich vor ziemlich genau 7 Jahren, da fuhr ich hier mit dem Willi nach Frankreich Richtung Atlantikküste. Warum? Darüber sprechen wir gleich noch. Und wir fuhren in Willis blauen VW T3. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, die Fahrt ist sehr, sehr lang. Deswegen wollte sich der Willi irgendwann abwechseln. Und das war der Moment, als ich zum ersten Mal hinter dem Steuer eines VW-Busses saß und ich wusste, ich brauche auch so ein Ding. Und dieser Moment wurde mit der Kamera festgehalten, und da schauen wir ganz kurz rein. Film ab. Ja, diese Geschichte wollte ich euch noch ganz kurz erzählen, bevor wir jetzt so richtig mit unserem Interviewgast, mit dir, Willi, starten. Und ja, jetzt klären wir mal auf. Wo befinden wir uns? Und ich glaube, mit der Frage könnte man auch hier die komplette Folge füllen. Was verbindest du mit diesem Ort? Also, nous sommes en France. Wir sind in Frankreich, am Atlantik im Westen, 40 Kilometer westlich von Bordeaux. Danach kommt nichts mehr. Außer Meer, da kommt doch noch mehr. Und danach ist dann irgendwo Florida, glaube ich. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Wenn man da rüber schwimmt, kommt man jedenfalls in Amerika raus. Ja, das ist meine zweite Heimat, mitten in den Weinbergen des Bordeaux. Und dieser Landstrich, der nennt sich auch die Côte d'Argent, also die Silberküste, weil das Meer nachmittags so um 16 Uhr so silbern zu schillern anfängt, wenn die Sonne gen Westen geht und quasi uns ins Gesicht scheint. Also ein wunderschöner Ort, auch das erste Mal, dass wir außerhalb Deutschlands drehen, hier bei Michael Lex auf Tour. Und Willi, erzähl mal den Zuschauern, was verbindest du mit diesem Ort? Angefangen hat es eigentlich damit, dass meine damalige Freundin rausgekriegt hat, dass ich in Schweden eine Liebe habe. Und ich wollte immer nach Schweden. Und sie hat gesagt, nein, auf keinen Fall, sie will nach Italien. Und da wollte ich nicht hin. Und dann haben wir gesagt, gut, dann bleibt nur noch mehr der Westen übrig. Denn der Osten war seinerzeit noch abgeriegelt durch den eisernen Vorhang. Und dann widerwillig bin ich mit ihr nach Frankreich gefahren. Denn in Französisch habe ich das Abitur gemacht. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, mit welcher Bewertung. Also es war ganz mies, und ich habe gesagt, ich spreche kein Wort, weil Französisch ist furchtbar. Und wir sind bis hierher gefahren, ohne dass ich ein Wort Französisch reden musste. Die Tankstellen, die gingen auch ohne das. Bla, da fällt der französische Hut ab. Und auf jeden Fall, dann sind wir hier gelandet, und dann habe ich mich in eine neue Liebe verliebt, nämlich in die Dünen des Atlantik hier am Strand von Le Porche-Océan, so heißt der Ort ganz genau. Ja, und jetzt haben wir ja am Anfang gehört, da habe ich ja kurz die Geschichte erzählt, wie das Ganze bei mir angefangen hat mit den VW-Bussen, ja auch durch dich, aber
Willi, wie war das bei dir? Wann hattest du deinen ersten VW-Bus? Welches Modell war das? Und gibt es da auch eine Geschichte dazu? Ja, doch gibt. Also mein erster Bus, muss ich jetzt schlimmerweise sagen, oder was heißt schlimmerweise, war ein Mitsubishi L300. Der war eigentlich ganz schön und der sah ein bisschen kleiner aus als der damalig aktuelle VW-Bus T3. Und dann war ich aber Lehrer und dann hat ein Vater zu mir gesagt, der bei BMW gearbeitet hat, wenn Sie schon einen japanischen Bus fahren, dann können Sie in Japan unterrichten. Und das hat mir dann zu denken gegeben. Und dann habe ich mich auf einen alten T2, allerdings Campingbus, mit der Ausführung Berlin interessiert, gekauft in München. Und mit dem sind dann meine jetzige Frau, damals noch Freundin, und ich 7 Wochen in Skandinavien rumgedüst. Also bis auf zu den Lofoten rauf, und das war eine ganz, ganz herrliche Zeit. Und da ging es dann eigentlich los, dass nur noch VW-Camper für mich das A und O waren, denn man hatte alles drin, was man brauchte. Man konnte drin schlafen und man war auch ganz schnell wieder mobil. Und damals in Norwegen zum Beispiel waren die Straßen nicht so ausgebaut wie jetzt. Da, wenn du dann auf der Straße, auf so einer schmalen Straße gefahren bist und dann kam da so ein fettes Hümermobil entgegen. Also haben die Leute eigentlich kein Hirn? Da passt ja nur ein Hümermobil auf die Straße. Und wir waren mit unserem VW-Bus aber ganz schnell auf der Seite, ließen den vorbei und dann hat es wieder gepasst. Ja, da ging die VW-Bus-Sucht los und dann später kam unser Kind. Und dieser T2 VW-Bus hatte ein Aufstelldach mit Zeltstoff. Und meine Frau meinte, aber das Kind braucht doch was Geschützteres. Und dann haben wir uns einen, ja, ich sage immer, Buckel-VW gekauft. Also der hatte so ein Westfalia-Hochdach obendrauf aus festem GFK-Material. Es war ein T3, der erste damals, der TDI mit 69 PS. Oh, waren wir stolz. Und der war sogar im Jahr 1990 steuerbefreit, weil das Dieselfahren damals der Umweltgag überhaupt war. Da sind wir 2 oder 3 Jahre steuerbefreit gefahren. Später stellte sich dann heraus, es ist eine Dreckschleuder. Und ich wollte den mal verkaufen. Dann hat man uns nämlich noch einen Wohnwagen zugelegt. Und den haben wir an T3 hinten dran. Und da war halt die ganze Sache nicht mehr so flott unterwegs. Und dann wollte ich den T3 verkaufen und mir ein schnelleres Zugfahrzeug zulegen. Und meine Tochter stand am Fenster unseres Wohnzimmers, als die Käufer hereinschneiden. Und dann hat ein Käufer gesagt, wer ist denn das Kind da hinterm Fenster? Sagt das meine Tochter, schauen Sie mal, wie die weint. Ja, dann haben wir den T3 doch nicht verkauft. Haben noch 4 Jahre weitergefahren. Und dann war das Kind schon so alt, dass man ihr zumuten konnte, dass sie ein anderes Fahrzeug bekommt. Und sie bekam auch noch zum Trost einen Hund. Da kam dann, ich muss jetzt mal, ein Mercedes-Bus, so ein Vito. Und der hat dann den Wohnwagen gezogen, war auch kein schlechtes Auto. Aber dann traf ich im Sommer hier in Frankreich unterwegs an der Loire den Klaus Humbi-Busch. Der hieß deswegen Humbi, weil der hatte auch einen Hund, den Humboldt. Und der fetzte hinter unserem Hund her jedenfalls. Und der hatte einen T3-Camper von Raimo. Und dann war es um mich geschehen. Da sind wir heimgekommen und dann habe ich bei eBay einen alten T3 um ganz wenig Geld ersteigert und habe dann angefangen mit so Typen wie dir, bloß du warst damals noch viel zu jung, aber die so 14, 15 waren, die in der Schule nachsitzen hatten müssen und so, habe ich gesagt, Kinder, wisst ihr was, wir gehen jetzt zum Nachsitzen zu mir nach Hause und schrauben am VW-Bus rum. Und der Magnus Köppel kennst du zum Beispiel, einer der ersten. Und wir haben dann tatsächlich den ersten T3, der war dann schon teillackiert, der war weiß, blau, rot, alle möglichen Farben, weil wir nicht wussten, wie wir den, wie der im Endeffekt, welche Farbe der haben soll. Und mit dem sind wir hier an Atlantik gefahren. Meine Frau hat gesagt, ihr kommt nicht weiter bis Nürnberg, dann ist die Karre eh hin. Und ich habe gesagt, wir fahren so lange, bis sie hin ist. Und dann waren wir hier am Atlantik. Und das war 2006 im Sommer. Und dann wären wir noch länger geblieben, aber der Magnus musste heim, weil genau in dieser Woche, wo wir hier waren, war dann der Papst, der Ratzinger, in Regensburg, und den wollte der Magnus als gläubiger Katholik natürlich sehen. Sehr schön. Ja, Willi, somit hast du ja
fast alle VW-Bus-Modelle ja auch schon durch. Ja, außer dem T1 habe ich alle durch, das stimmt. Welches davon war dein Lieblingsmodell und warum? Also ehrlicherweise muss ich schon sagen, der T3, den auch du dann gefahren bist, der zuerst weiß war und später dann blau, das war mein Lieblingsmodell, denn da habe ich so viel auch Herzblut reingesteckt. Mhm. Ich habe ja den innen verunstaltet, in den Augen der Puritaner. Ich habe dem ein Wurzelholz-Armaturenbrett gebastelt, bin auf den verschiedensten Autofriedhöfen rum oder wo es so Altautos gab und habe dann Wurzelholz aus Mercedes, aus BMW, aus Jaguar ausgebaut. Mhm. Und der bekam dann auch elektrische Fensterheber. Also es war ein ganz toller Bus. Der hatte halt den einzigen Nachteil, dass der den 69 PS Motor drin hatte. Und der hat halt ab und zu gestreikt. Irgendeine Kleinigkeit war immerhin. Und da hatte ich aber das Glück, dass in Wörth bei uns um die Ecke ein Busschrauber war, der Klaus. Und der konnte mir da helfen. Der hat mir da zwei oder drei verschiedene alte Golfmotoren eingebaut und am Schluss hatte das Ding 110 PS und ja, ist eigentlich dann wieder gelaufen, aber das ist wieder ganz eine andere Geschichte, da mag ich jetzt nicht drüber reden, warum ich den hergegeben habe. Ja, auch die Frage an die Zuschauer, welches ist euer Lieblings-VW-Bus-Modell und warum? Schreibt es mal gerne in die Kommentare und Willi, wir kommen jetzt mal von den VW-Bussen zur Musik. Ja. Du kannst ja auf eine komplette Karriere als Musiklehrer und Musiker zurückblicken, du hast ja auch in den verschiedensten Besetzungen gespielt. Gab es für dich ein musikalisches Highlight, an das du dich gerne zurückerinnerst oder das dir jetzt sofort einfällt, natürlich, wenn ich dir die Frage stelle? Und das ist gar nicht lange her. Das liegt einfach daran, dass ich hier so ein Freeluft-Fetischist bin und hier am Meer so gerne bin. Und immer mein Traum war, ich habe mit verschiedensten Bands so ab 1977, genau, Savannah 77 war die erste Band, immer wieder den Traum gehabt, dass ich mit denen eine Tournee mache. Ja? Am Anfang natürlich Tournee, das war dann in Regensburg, Seidenplantage, Tegenhammer Keller und Spreizen in Altegelofsheim. Das war die ganze Tournee. Aber jetzt am Schluss, letztes Jahr, 2022, Michilex und The Beastless, die zusammengestellte Formation, die wir innerhalb von 8 Wochen aus dem Boden gestampft haben, waren wir hier auf dem Campingplatz, haben hier in der Bar einmal gespielt, aber das Allerschönste war hinten, ich bin also hier hinten, hinter dem Berg, hinter dem Hügel, und da haben wir abends so tolle Lichter ausgeliehen gehabt von dem Georg Wülfling, der auch ein ehemaliger Schüler ist, ein ganzer lieber Typ, der verleiht Anlagen und alles Mögliche, und der hat uns so Lichter mitgegeben, die mit Akkus betrieben waren. Und die erleuchteten den Wald gelb und blau und rot. Also das war eine absolut tolle Atmosphäre. Ihr als Band seid dann da auf so einem kleinen Hügel gestanden und habt da Musik gemacht, französische Lieder wohlgemerkt. Auch ein paar deutsche und auch natürlich international englische Songs. Aber das Schönste war dann, dann kam dieser Campingplatz, die wenigen Leute, die noch da waren zu der Zeit, aus allen Löchern gekrochen, kamen mit ihren Stühlen, haben sie aufgestellt, hingesetzt und zugehört. Und wir haben da ungefähr 1,5 Stunden gespielt und wir hatten im Hintergrund noch so eine billige Leinwand mit einem kleinen Beamer und da liefen dann die Wellen des Atlantik, die wir halt da gefilmt haben, ganz Pipifax mit den Handys oder mit der Kamera. Also das war für mich eigentlich, obwohl ich selber nicht mitgespielt habe, sondern nur die Fäden gezogen habe am Mischpult, das war das schönste Erlebnis überhaupt. Das war das, wo ich immer gesagt habe, einmal will ich hier am Campingplatz, hier am Atlantik mit meiner Band, und das wart ja ihr, Musik machen. Und mit der Energie greifen wir jetzt zu den Gitarren. Jo. Dann spielen wir unseren Song, oder? Ja, klar, können wir machen. Meinem Weg schon so lang, zerschlagen und träg, schon so lang, bin müde und leer, will nach Westen ans Meer, bin auf meinem Weg ohne Wiederkehr.
so lang. Ruinen und Tod, schon so lang. Seh die Tränen, die Wut, seh die Wunden, das Blut. Erwürgt und verfault, was stark war und gut, schon so lang. Sieh die Welt oft im Traum, schon so lang. Als Pilz, Wolkenbaum, schon so lang. Euch, ihr Herren der Welt, euren Lügen den Mord, an Millionen, die glauben an euer Wort, schon so lang. Nicht nur Gräuel geschehen, schon so lang. Hab die Liebe gesehen, schon so lang. Seh die Hoffnung, den Mut, seh den Glauben, die Glut. Und was sich in Gesichtern von Kindern tut, schon so lang. Auf meinem Weg schon so lang, zerschlagen und träg schon so lang, bin müde und leer, will nach Westen ans Meer, bin auf meinem Weg ohne Wiederkehr. Vielen Dank, Willi, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat riesig Spaß gemacht mit dir, die Session. Können wir stundenlang weitermachen, oder? Machen wir weiter. Aber dann in den Konzert. Dünen oben. Okay. Ausgemacht. Also auch vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Michael Lex auf Tour. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Perfekt. Gut. Und irgendwann bleibe ich doch. Thank you.